Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir ein ganz besonderes Wort als Predigttext. Die Bibel ist voller besonderer Worte, aber das ist ein ganz, 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 ganz besonderes Wort. Es ist so voller Theologie, es ist so wunderbar, wo wirklich einem die Wahrheit des Evangeliums entgegenspringt. Es ist so ein Extrakt des Evangeliums, anders kann man es nicht nennen. Und nicht, dass Sie denken, der redet ja immer so von den Bibeltexten, wenn wir, so Gott will und wir es erleben und die Landeskirche mitspielt, in 2 Jahren die Kirche renovieren, kommt dieses Wort ganz groß hier an diesen Pfeiler, damit es alle Leute lesen, wenn sie hier reinkommen. Das soll diese Kirche beherrschen, nicht mehr die Orgel, nicht die Fenster und allen Krempel und auch nicht die großen Lampen, die wir dann haben werden, halt nicht. Dieses Wort soll diesen Kirchraum dominieren, weil in diesem Wort alles zusammengefasst ist. Und auf dieses Wort wollen wir jetzt hören als Predigtvers, Johannes 14, Vers 8. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, du schenkst uns jetzt dieses Wort für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, für unser Leben heute an diesem Sonntag. Wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort. Und wir wollen dich bitten, Herr, wenn wir jetzt die Predigt hören über dein Wort, Herr, dass du uns ansprichst, dass du uns begegnest, Herr, und dass wir Dinge erkennen können über deine Wahrheit, die du uns geschenkt und offenbart hast. Dass das geschieht, dass wir Dinge verstehen können aus dieser Predigt, Herr, dazu brauchen wir deinen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder der Evangelisten hat so besondere Schwerpunkte, die Gott ihm gegeben hat, als er das Leben Jesu reflektiert hat. Bei Lukas ist es so der Blick auf die Schwachen, auf die Armen, die Kranken, die Ausgegrenzten. Bei Matthäus ist es eine besondere Nähe zum Volk Israel. Bei Markus ist es in Besonderheit das Kreuz. Und bei Johannes ist es so, dass Johannes einen ganz besonderen Auftrag im Heiligen Geist hat, die Wahrheit zu offenbaren. Das wird schon daran deutlich, wenn man weiß, dass Johannes ja nicht nur das Johannes-Evangelium geschrieben hat, sondern eben auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, wo ganz vieles tatsächlich offenbart wird, wie es ausgehen wird mit dieser Welt, wie es werden wird. Aber auch im Evangelium finden wir das immer wieder, dass Dinge offenbar werden, dass er so eine ganz besondere Erkenntnis von Gott geschenkt bekommen hat, was er uns zeigen darf. Und eine Offenbarung ist die Offenbarung der Wahrheit. Das ist so ein Thema, das zieht sich durch das Johannesevangelium. Schon im ersten Kapitel im Johannesprolog, bis hinterher bei der Kreuzungsgeschichte, wo Pilatus fragt, was ist denn Wahrheit? Das durchzieht sich als Thema durch dieses ganze Evangelium. Und deshalb will ich so ausgehend von dem Johannesevangelium, der Predigtvers kommt ja aus dem Johannesevangelium, uns das ein Stück weit zeigen, wie dort die Wahrheit offenbart wird. Und so habe ich die Predigt überschrieben, die Offenbarung der Wahrheit. Wir wollen an 4 Punkten schauen, was wir daran lernen können, was uns hier Johannes sagt. Erstens, Jesus ist die Wahrheit. Zweitens, Jesus, die Wahrheit, offenbart sich durch den Heiligen Geist. Drittens, Jesus, die Wahrheit, offenbart sich im Wort. Und viertens, Jesus, die Wahrheit, offenbart die Freiheit. Das Erste, Jesus ist die Wahrheit. Da geht es schon los, wie gesagt, im ersten Kapitel, ich habe das so als Referenzvers mitgebracht, Johannes 1, 14, da heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, also das Fleisch ist ja Jesus. Und wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Aber in dieser Welt, verführt durch den Teufel, kommen viele andere und erklären uns die Welt von ihren Wahrheiten. Es gibt so ganz viele Wahrheiten, die uns umschwirren und viele proklamieren ihre Wahrheiten häufig auch im Streit gegeneinander. Da müssen Sie nur mal in die Politik gucken halt, nicht? Was da Leute ankommen mit den Wahrheiten, nicht? Wie dann Politiker über ein und dasselbe Thema, der eine die Wahrheit bringt, der andere jene Wahrheit. Gucken wir auf die deutsche Geschichte, was gewesen ist mit den Wahrheiten, die unserem Vaterland gegolten haben. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts halt, nicht? Da war es ein von Gott gegebener Kaiser, redet heute kein Mensch mehr von.
Dann kam der Nationalsozialismus halt, nicht? Da hatten wir einen gottgegebenen vermeintlichen Führer. Das war die Wahrheit, nicht? Die Wahrheit des Deutschtums, des Volkes halt, nicht? Dann kam in der DDR halt, nicht? Der Kommunismus. Das war dann die Wahrheit, die allein selig machende Wahrheit des Sozialismus halt, dass alle Menschen gleich seien und das muss man machen halt. Und heute haben wir die Wahrheit der Demokratie, nicht? Das steht über allem. Das versuchen wir auch in alle Ecken der Länder zu exportieren. Klappt nicht halt, nicht? Alles so politische Wahrheiten. Da gibt es philosophische Wahrheiten. Das ist ganz spannend. Als Theologe muss man ja, darf man ja auch sich mit Philosophie beschäftigen. Nicht? Die ist ja so Hilfswissenschaft zur Theologie hin. Nicht? Also was gibt es in der Philosophie alles für unterschiedliche Wahrheiten? Nicht? Frankfurter Schule halt, Jürgen Habermas, nicht? Die Konsenstheorie halt, nicht? Wie Wahrheit beschrieben wird. Dagegen beispielsweise im dialektischen Materialismus halt, nicht? Die Widerspiegelungstheorie der Wahrheit bei Marx. Oder nehmen Sie Nietzsche halt, nicht? Begründer mit des Nihilismus halt, nicht? Es gibt gar keine Wahrheit, es gibt nur Interpretationen halt, nicht? Und so leben wir ja heute, nicht? Das prägt uns sehr stark. Wir sind heute in unserer Gesellschaft nicht geprägt von der Bibel, soll keiner denken, wir seien im christlichen Abendland, nicht? Viel stärker als das, was Nietzsche geschrieben hat, nicht? Es gibt keine Wahrheit, nicht? Wir sind heute in der Postmoderne, so sagen die Philosophen und die Soziologen, in der Postmoderne, in dem Zeitalter heute, gibt es nur noch eine Wahrheit. Und die lautet, es gibt keine Wahrheiten, nicht? Ach so, das vermeintliche Vernunftdenken des Menschen halt nicht, hat schon der alte Fritz gesagt, nicht jeder soll nach seiner Fassung selig werden halt nicht. So nach dem Motto, soll sich jeder seine Wahrheit backen halt nicht, nur nicht irgendwie zu hoch aufstellen. Und da denken manche Leute, ja, wir wollen uns nicht mit den Theologen, nicht mit den Philosophen und auch nicht mit den Politikern erst recht nicht beschäftigen. Aber die Naturwissenschaft, nicht, die bietet doch Wahrheit, nicht? Die Naturwissenschaft, die hat doch was, da können wir uns doch richtig drauf gründen, mit ihren Gesetzen, mit den Dingen halt, nicht? Kriegt man schon beigebracht in der Schule halt, nicht? All die Gesetze im Physikunterricht und in der Mathematik halt, nicht? Wie Newton die rausgefunden hat, die Fallgesetze halt, nicht? Und die Gesetze von der Zeit halt, nicht? Nur leider hat vor über 100 Jahren ganz schlauer Mann festgestellt, ist auch alles falsch, ist keine Wahrheit. Das, was Sie im Physikunterricht gelernt haben, stimmt alles gar nicht. Kann man zwar hier nachweisen, aber Einstein hat in seiner Relativitätstheorie bewiesen, dass das gar nicht stimmt, nicht? Dass Zeit und Raum relativ ist, halt, das alles ein Wahnsinn halt, nicht? Das ist jetzt die Wahrheit. Die gilt auf einmal auch, wenn die Leute das gar nicht verstehen können. Ich könnte jetzt weitermachen von all dem Beschreiben halt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Wahrheiten in dieser Welt, nicht? Aber all diese Wahrheiten dieser Welt, ob naturwissenschaftlich begründet, ob philosophisch, ob politisch, ob soziologisch, sind immer nur Wahrheiten von Menschen. Und die Wahrheiten von Menschen, ganz gleich, wie einsichtig die für den Menschen sind. Die sind nur für Zeit und Stunde. Früher oder später sind die überholt. Glauben Sie mir das. Wenn die Welt noch 1000 Jahre besteht, da lachen die sich in 1000 Jahre tot über das, was wir an Wahrheit gedacht haben. Wie wir über den Weltraum gedacht haben, wie wir über Medizin gedacht haben, mit was wir an Techniken uns beschäftigt haben, da lachen die genauso, wie wir lachen über die, die vor 1000 Jahren waren, die sich mit ihren Wahrheiten beschäftigt haben halt. Die Wahrheiten dieser Welt sind immer nur menschliches Werk und wie alle menschliche Erkenntnis, wie alle Dinge dieser Welt, sind die der Vergänglichkeit unterworfen. So ist das mit den Wahrheiten, mit den politischen, mit den naturwissenschaftlichen, mit allen Wahrheiten dieser Welt. Die Wahrheit aber, die wirkliche Wahrheit, die ist unveränderbar. Die bleibt, verändert sich nicht, sondern ist ewig. Und diese Wahrheit wird nicht von uns Menschen gemacht. Sondern diese Wahrheit ist für die Menschen gemacht. Und nicht wir machen die Wahrheit, sondern die Wahrheit ist da und wir haben uns nach der Wahrheit zu richten. Die Wahrheit ist keine von Menschen formulierte, kein von Menschen formuliertes Lehrgebäude. Die Wahrheit ist keine Philosophie. Die Wahrheit ist keine Gesellschaftstheorie. Sie ist auch kein naturwissenschaftliches System. Das ist die Wahrheit alles nicht. Nein, die Wahrheit ist eine Person. Jesus Christus. So sagt uns dieses Wort. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Und das steht. Das ist die Wahrheit. Und darauf gilt es sich zu gründen. In allen Lebensbereichen. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und das ist ganz wichtig, deshalb ist auch der erste Punkt. Daran dürfen wir nicht wackeln. Wenn du da in irgendeiner Weise irgendwelche Probleme hast oder meinst, ja, das ist ja so ein bisschen wahr, aber es gibt noch andere Wahrheiten, die stelle ich daneben. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, ich bin die Wahrheit, bloß keine anderen Wahrheiten neben mir, dann geht alles schief. Jetzt denkt nicht, oh, der Latzel wieder so radikal, Martin Luther, der hat gesagt, Frieden, wenn möglich, Wahrheit um jeden Preis. Frieden, wenn möglich, Wahrheit um jeden Preis. An dem Punkt gibt es nichts zu diskutieren. Es gibt nur eine Wahrheit, das ist Jesus Christus. Das ist wichtig. So wird es uns in der Schrift offenbart und da wird ganz großen Wert drauf gelegt. Und deshalb werden wir auch dieses Wort hier haben, weil das wichtig ist, in die Welt reinzurufen,
mit all ihren Wahrheiten, die da kommen halt, nicht, und dann alles erzählt wird, nicht, was der Teufel die Menschen verführt halt, nicht. Der kommt mit anderen Wahrheiten schon im Paradies, nicht. Jesus, Gott sagt, Mensch, nicht essen von diesem Baum. Und dann kommt, nicht, der Widersacher und stellt die Wahrheit in Frage, nicht. Der Widersacher ist der Lügner von Anfang an. Aber es gibt nur eine Wahrheit, das ist Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Jesus Christus ist diese Wahrheit. Zweiter Punkt. Jesus, die Wahrheit, offenbart sich durch den Heiligen Geist. Ein philosophischer Ansatz, der manchmal schwer zu verstehen ist, aber da kann ich mich reindenken. Also wenn Sie sich beschäftigen mit Kant oder Heidegger oder Adorno, da muss man schon ganz klar bei Verstand sein und sorgfältig lesen. Manchmal muss man Dinge auch mitschreiben, aber da kann man sich reindenken. Also diese Wahrheiten, die da in der Philosophie oder auch in der Soziologie erdacht werden, die kann man sich erschließen intellektuell. Auch mathematisch-physikalische Systeme kann man verstehen, die kann man sich intellektuell erarbeiten, auch wenn es manchmal schwer ist, halt nicht. Wie gesagt, Einsteins Relativitätstheorie, gibt es in dieser Welt wirklich keine 100 Leute, die wirklich verstanden haben. Ne? Oder wenn Sie so von Stephen Hawking die Bücher lesen, halt nicht, die sind komplex halt, auch wenn der versucht, das einfach zu schreiben, letztlich versteht man das nicht ganz. Und trotzdem kann man sich reindenken. Die Wahrheiten dieser Welt kann man immer ein Stück weit verstehen. Die Wahrheit, die wirklich ist, Jesus Christus, die kriege ich nicht über den Intellekt. Da kann ich mich beschäftigen, wie ich will. Die Wahrheit muss mir von Gott selber offenbart werden durch den Heiligen Geist. Johannes 16, Vers 13, das ist der Referenzvers, habe ich Ihnen mitgebracht, da steht, sagt Jesus, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch leiten in aller Wahrheit. Und nur wer den Heiligen Geist hat, der kann die Wahrheit in Jesus Christus erkennen. Wer den nicht hat, erkennt die nicht. Ich mache das mal einem Beispiel deutlich, wie extrem das sein kann. Es hat eine sehr gebildete Frau gegeben, Eta Linnemann. Das war eine Professorin in Marburg für Neues Testament. Promoviert, habilitiert, also Doktorarbeit, Professorenarbeit geschrieben halt nicht. Und hat in Marburg gelehrt. Für die, die nicht ganz in der Theologie zu Hause sind, das ist etwa so, als wenn du als Fußballer bei Real Madrid im Sturm spielst. Da muss keiner mehr fragen, ob du als Fußballer was drauf hast, dann ist das der Ausweis. Also die war Speerspitze der deutschen Theologie. Viele Bücher geschrieben, die heute noch Standardwerke sind. Also die kannte sich richtig aus. Die hatte das richtig studiert, aber die kannte Jesus nicht. Den Heiligen Geist hatte sie nicht. Aber mit über 50 Jahren bekehrt die sich. Im Studium der Schriften auf einmal begegnet sie Jesus, bekommt den Heiligen Geist, wird, so sagen wir Gläubigen, das wiedergeboren. Und sieht auf einmal den ganzen Quatsch, den ich gemacht hatte, war eine Bultmann-Schülerin, alles falsch. Hat dann alle ihre Schriften widerrufen. Gläubige Frau. Hat dann tolle Bücher geschrieben, ich habe das schon mal empfohlen, nicht? Wahrheit oder Fälschung halten. Ich müsste mal lesen, dieses Buch, nicht? Wie so eine Frau, die zum Glauben gekommen ist, die Theologieprofessorin war, erkennt Jesus Christus alles Quatsch. Das sind Dinge, die passieren immer wieder, nicht? In der Matthäusgemeinde, nicht? Pastor Müller, nicht? Das war auch so ein ganz liberaler Hund, nicht? Ist Pfarrer und im Dienst bekehrt er sich. Professor Dr. Hundemann, nicht? Unser Pastor hier, nicht? Der hatte schon 2 Doktorentitel, Philosophie und Theologie. Von Jesus keine Ahnung. Der hat Trauung gemacht, Beerdigung gemacht, nicht bis eines Tages ihn der Heilige Geist bei einer Evangelisation von Billy Graham erwischt hat. Nicht? Und dann auch komplett umgestellt hat. Nicht? Also nochmal, das waren alles schlaue Leute, Theologen, gebildet, die kannten sie aus, die könnten rezitieren können, was in der Schrift steht. Aber von Jesus, von der Wahrheit in Wirklichkeit, keine Ahnung. Das ist ganz wichtig, dass die Wahrheit der Schrift als solches uns niemand selig machen wird, sondern erst, wenn diese Wahrheit uns offenbart wird, als Wahrheit unseres Herzens. Nicht? Ich vergleiche das immer, wenn ich das den Konfirmanden erkläre, mit der Liebe. Du kannst ja als 16-Jähriger 50 Lieder über die Liebe gehört haben, halt nicht. Du kannst Liebesgedichte gelesen haben und alles. Da weißt du noch lange nicht, was die Liebe ist. Aber wenn dann im neuen Schuljahr die Klassentür aufgeht und die neue Mitschülerin erstmal reinkommt, nicht? Und du denkst, wow, und dann macht das Herzchen poch, 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 dann weißt du, was Liebe ist halt nicht. Vorher war alles nur Theorie, das hat alles keinen Wert, nicht? Dann zerziert es. Und genauso ist es im Glauben. Du kannst konfirmiert sein, du kannst getauft sein halt nicht, du kannst Theologie studiert haben und du kannst auch die dicken Talare tragen. Also da macht euch nichts vor. Aus meiner Sicht, ich habe neulich mit Pazani auch gesprochen, 85% der Leute, die bei uns die Talare tragen, nicht den Heiligen Geist. Gute Theologen unter Umständen, aber nicht wiedergeboren. Wir leben heute in einer ungeheuren Zeit der Verwirrung halt nicht. Und nicht alles, was in der Kirche gelehrt wird, sondern das meiste, was in der Kirche gelehrt wird, hat nichts mit der Wahrheit in Jesus Christus zu tun. Nicht? Und nicht jeder, der in der Kirche spricht, sagt das, was die Wahrheit ist halt nicht. Und nicht jeder Talarträger ist ein Pastor und auch nicht jeder, der Bischof ist, ist von Gott in dieses Amt berufen. Das ist mal ganz klar. Aber da kann den Leuten letztlich keinen Vorwurf machen, denn die wissen es nicht, die sind nicht wiedergeboren. Das sind Blinde, die keine Ahnung haben und durch die Welt laufen und nicht wissen, was sie tun. Die Wahrheit muss uns durch den Heiligen Geist
offenbart werden. Sonst funktioniert es nicht. Und Gott tut das. Das ist das Wunderbare, dass Gott das möchte. Gott möchte, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Steht 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb hat er uns auch den Geist der Wahrheit gegeben. Aber, und das ist die Voraussetzung, dass wir unser Herz auch öffnen und danach suchen. Dass wir Jesus, die Wahrheit, erkennen, das offenbart uns Gott selber durch den Heiligen Geist. Aber wir müssen ihn suchen. Und ich möchte heute Morgen fragen, ob ihr den Heiligen Geist habt. Da fragen die Leute, wie Heiligen Geist haben. Bin doch getauft, bin doch konfirmiert, zahl doch brav meine Kirchensteuer. Wie Heiliger Geist. Nun, die Bibel sagt deutlich, woran man erkennen kann, ob man den Heiligen Geist hat oder nicht. Den Heiligen Geist hast du, wenn du von Herzen sagen kannst, Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist der Herr meines Lebens. Ich sage das mal so ein bisschen flacher. Jesus Christus ist der Chef meines Lebens. Er ist der Boss und ich tue, was mein Schöpfer mir sagt. Wenn du das von ganzem Herzen gläubig sagen kannst, so wie du es gläubig sagen kannst, ich liebe meine Frau oder ich liebe meine Kinder, dann hast du den Heiligen Geist. Dann hast du die Wahrheit offenbart bekommen. Wenn du das nicht sagen kannst, und das kannst du ganz genau feststellen, hast du den Heiligen Geist nicht. Und dann sage ich es ganz klar, gehst du mit ganz großen Schritten auf die Hölle, auf die Verdammnis zu. Also ob man Heiligen Geist hat oder nicht, das weiß man genauso, wie man weiß, ob man verheiratet ist oder nicht, ob man Werder Bremen-Fan ist oder nicht, ob man über 100 Kilo wiegt oder unter 100 Kilo wiegt. Ist gar kein Thema. Hast du ihn nicht. Und das ist ganz wichtig, wenn du ihn nicht hast, dann rufe ich dich heute hier von dieser Kanzel im Namen Jesus Christus des lebendigen Gottes auf, dein Leben ihm zu übergeben, ihn zu suchen, auf das er ihn dir gibt. Denn es gibt eine Stelle, wo Gott dir ganz besonders den Heiligen Geist gibt. Und das ist in der Schrift. Wir haben eben gehört, Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet, da hieß es, Herr, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen wollen, dann geht es nicht ohne das, als dass sie sagen, da muss ich hierhin gucken, weil das die Wahrheit ist. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Jesus, die Wahrheit, offenbart sich im Wort. Im zweiten Punkt habe ich gesagt, Jesus, die Wahrheit, offenbart sich durch den Heiligen Geist. Jetzt im dritten Punkt, er offenbart sich im Wort. Ja, wie denn jetzt? Das möchte ich euch erklären. Und zwar möchte ich euch das erklären an so einem Beispiel einer römischen Wasserleitung, so eines Aquäduktes, das kennt ihr vielleicht halt, nicht? Diese tollen Gebäude halt, nicht? Diese gebaut sind, diese Brücken, wo dann das Wasser geleitet wurde. Und so ein Aquädukt passt gut für das, wie die Wahrheit zu uns kommt. Der Heilige Geist, ich sage das mal in diesem Bild, ist das Wasser, aber die Bibel ist der Wasserkanal. Und wenn du Wasser haben willst, dann brauchst du beides, den Wasserkanal und das Wasser, das zu dir kommt. Und so hat es Gott eingerichtet, dass er uns dadurch die Wahrheit gibt. Deshalb ist mir das ja auch so wichtig, dass ihr als Gemeinde immer am Wort bleibt. Am Mittwoch in der Bibelstunde halt, nicht? Ging es nochmal ums Festhalten am Wort, nicht? Was Paulus da den Philippern gesagt hat. Haltet bloß fest am Wort. Deshalb schreibe ich euch immer wieder die Hausaufgaben drauf halt, nicht? Deshalb mahne ich euch immer, lest jeden Tag ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament, damit ihr weiterkommt. Ich habe eben Luther zitiert, nicht? Der gesagt hat, Wahrheit um jeden Preis halt, nicht? Jetzt möchte ich den anderen großen Reformator Calvin zitieren, nicht? Calvin hat gesagt, wenn wir uns nicht täglich in der Heiligen Schrift stärken, so bröckelt die Wahrheitserkenntnis, die wir hatten, Stück um Stück ab. Und das weiß jeder, der wiedergeboren ist, der Christ ist, wenn du es da mal so ein bisschen lockerer machst, nicht? Mit der Bibellese halt, dann merkst du sofort, wie der Glaube schwächer wird, wie du ins Wackeln kommst. Wir müssen uns gründen im Wort. Wir müssen schauen, dass wir immer wieder im Wort sind, damit wir immer wieder in und an der Wahrheit bleiben. Oder bei erst recht natürlich diejenigen, die noch gar nicht im Glauben sind. Wenn ich Leute begleite, die dann erkannt haben, ich habe gar nicht den Heiligen Geist, ich bin gar nicht wiedergeboren, und die dann fragen, ja, wie kann ich denn zu Gott kommen, da schreibe ich denen immer wieder so ein Konzept auf. Da sage ich, 3 Monate wollen wir uns zusammen Zeit nehmen. Da sage ich, als erstes lesen wir mal das Johannesevangelium. Und dann gehst du jeden Tag 15 Minuten auf die Knie und bittest Gott, den lebendigen Gott, dass er dir begegnet. Und wenn du das tust, begegnet dir Gott. Und glauben Sie bitte eins, so viele Menschen ich begleiten durfte, das ist noch immer geschehen, dass die den lebendigen Gott begegnet sind. Wenn sie nicht begegnet sind, haben die hinterher wirklich zugegeben, haben gesagt, ich habe gar nicht gelesen, ich habe gar nicht richtig gebetet. Gott will gefunden werden und er ruft uns ja auf. Aber wir müssen schon dahin gehen, wo er ist. Also,
wenn ich ein, ich sage jetzt mal ein ganz plattes Beispiel halt, nicht, wenn ich gerne drei Kugeln Eis essen möchte, nicht, da kann ich mich gerne hier unten an die Kanzel stellen oder kann ich warten, bis der Eisverkäufer halt vorbeikommt. Da kann ich aber ganz schön lange warten halt, nicht. Ich kann aber auch schlau sein, sage ich, ich gehe auf den Marktplatz halt, nicht, da haben wir mehrere Eisdielen, da kriege ich was. Und genauso ist es mit der Wahrheit. Die Wahrheit bekomme ich im Wort. Und das ist übrigens das schlimmste Übel unserer Zeit. Das schlimmste Übel unserer Zeit, das ist nicht die Umweltzerstörung, Überbevölkerung, atomare Hochrüstung oder was auch immer schlimm sein mag. Das schlimmste Übel unserer Zeit ist die Bibelvergessenheit. Obwohl wir alle ja eine Bibel zu Hause haben, auch diejenigen, die nicht Christen sind, nicht Bibel hat jeder zugänglich und kann er, wenn er sie nicht zu Hause im Regal schon hat, über das Internet jederzeit sehen. Es wird nicht mehr in der Bibel gelesen. Viele, 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 viele andere Stimmen mit ihren Wahrheiten kommen, nicht? Bild der Frau, was weiß ich, Gala der Woche und meine Nachbarin, mein Versicherungsmakler, mein Arzt, alle kommen mit ihren Wahrheiten, was ich erkenne, was ich gut oder schlecht finde halt nicht. Aber die wirkliche Wahrheit, die lasse ich an mein Leben nicht ran. Wir haben immer wieder interessant, Leute kommen zu mir, wenn ich denen begegne, die haben immer wieder, weiß auch nicht warum, das hat mit dem Pastorenamt zu tun, nicht? Die haben immer so die Neigung, mir zu erklären, dass sie auch ganz nah beim Christentum seien und dass sie sich auch richtig auskennen. Nicht? Dann kommen die Leute und sagen, Herr Latzl, ich habe auch die Bibel gelesen. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Wenn ich dann nachfrage, ich freue mich ja, wenn das so ist, wenn Leute wirklich die Bibel gelesen haben, aber dann weiß ich das eigentlich anders, wenn man sie fragt dann, ja und haben sie da auch verstanden, wie man zum ewigen Leben kommt? Und dann kommen Antworten, wo man sagt, Leute, also da weißt du, die haben überhaupt nichts gelesen. Halt. Nicht dann sagen, ja, ich muss die Gebote halten, nicht? Sag ich, das steht nicht in der Bibel. Vor allem stimmt das auch nicht, das ist eine Lüge. Ich muss anständig leben halt, ich stehe auch nicht drin halt, nicht? In der Bibel steht ganz klar drin, wie du ewiges Leben kriegst. Über Jesus Christus, das ist die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Niemand geht nicht halt, nicht? Das ist es. Aber sie haben die Bibel gelesen halt, nicht? Nochmal, wir brauchen das Wort. Das Wort, die Bibel, sie ist die Handbuch für göttliche Wahrheit. Und es reicht auch nicht, dass wir das einmal dann haben, nicht? Das erlebe ich ja dann auch in der Gemeinde immer wieder, nicht? Man ist dann bekehrt, nicht? Man freut sich über Jesus, nicht? Und man hat so erste Schritte getan, aber dann lässt man es irgendwann einschlafen, nicht? Das ist wie mit so einem kleinen Kind, wie der Ture, nicht? Der ist geboren, ist auf der Welt, jetzt sieht man so hier, mit einem knappen Jahr, hat er sich richtig prima entwickelt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Eltern würden aufhören, den zu ernähren halt, nicht den medizinisch zu versorgen. Da wissen wir ganz schnell, was passiert. Nicht? Da ist er ganz schnell kaputt. Und genauso ist es mit dem geistlichen Menschen. Ohne das Wort Gottes, ohne geistliche Nahrung gehen wir kaputt. Deshalb mein Aufruf, immer wieder an der Schrift zu bleiben. Haltet fest, ich weiß, ich sage euch das immer und immer wieder. Nicht? Aber es ist so wichtig, dass ihr das tut halt, nicht? Und wenn ihr es denn tätet und wenn ihr alle das machen würdet, dann will ich trotzdem nicht aufhören, damit ihr nämlich das immer weiter tut. Ich habe ja schon mal erzählt, vor einiger Zeit ist eine Frau zu mir gekommen, die hat gesagt, Bruder Latzl, ich kann das nicht mehr hören, ich kann das nicht mehr hören, also eine Christin, ich kann das nicht mehr hören. Jede zweite Predigt, die aufruft, an der Schrift zu bleiben, in der Bibel zu lesen halt, nicht? Haben Sie nichts anderes drauf? Dann habe ich sie gefragt, und lesen Sie jeden Tag ein Kapitel Altes und Neues Testament? Sagt sie, nö. Also sehen Sie, dann mache ich noch weiter halt, nicht? Das ist eben so. Manchmal muss man immer wieder anrennen dagegen halt, nicht? Und Jesus, die Wahrheit, sie offenbart sich im Wort. Deshalb bitte bleibt am Wort, studiert im Wort. Und ihr werdet sehen, glaubt mir, da ist man nie mit fertig. Das ist nicht wie ein 5000 Meter Lauf, wo du durch den Wald läufst, das ist immer dieselbe Strecke. Ich bin so beschenkt als Pastor, dass ich hauptberuflich mit dem Wort beschäftigen darf halt, nicht? Und je tiefer ich ins Wort reinkomme, desto größer sehe ich, wie wahnsinnig diese Wahrheit ist, nicht? Die ist nicht wie ein mathematisches System, wie ein Dreisatz, den habe ich irgendwann verstanden, dann kann ich zumachen. Die ist immer größer, das ist gigantisch halt, nicht? Deshalb bleibt am Wort, weil vor allen Dingen, wenn ihr am Wort bleibt, nicht? Dann werdet ihr eins erleben, wie dieses Wort euch immer wieder frei machen wird, nicht? Und das ist das Wunderbare des Wortes. Das Wort führt uns auf den Weg der Freiheit halt. Und damit kommen wir zum vierten Punkt der Predigt. Jesus, die Wahrheit, offenbart die Freiheit. Wir lesen Johannes 8, 31, 32, Referenzvers. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Also genau das, was ich eben gesagt habe. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird uns frei machen. Wisst ihr, die Wahrheiten dieser Welt, die ja auch in dieser Welt immer wieder ihre Richtigkeiten haben. Diese Welt ist ja nicht so, wie der Herr das gemacht hat, sondern das ist die gefallene Welt, die dahingegebene Welt. Die Wahrheiten dieser Welt, die machen uns immer wieder Angst. So die materialistischen Wahrheiten. Also die materialistische Wahrheit, nicht die finanzielle Wahrheit heißt, hast du was, bist du nichts, nicht? Ohne Geld ist dein Leben schlecht. Hast du viel Geld, ist dein Leben gut. Das ist so eine Wahrheit. Die haben wir übrigens fast alle auch adaptiert, nicht? Wir alle haben so die Sehnsucht nach mehr Geld, nicht? Bei dem einen ist es stärker, bei dem anderen ist es schwächer. Aber es ist egal, ob du 1 Million am Girokonto hast oder was weiß ich, minus 100 Euro am Girokonto, nicht? Das ist so eine Wahrheit. Je mehr Geld wir haben, desto besser geht es uns. Das Problem ist, wenn wir diese Wahrheit richtig annehmen,
dann fangen wir irgendwann an, den Götzendienst ums goldene Kalb, ums Geld zu tun. Und vor allen Dingen haben wir Angst. Angst, nicht genügend Geld zu verdienen. Angst, wenn wir eines Tages 75 sind, die Rente reicht nicht. Ne? Die Wahrheiten dieser Welt arbeiten immer mit Angst. Und nicht nur die materialistischen Wahrheiten, auch die hedonistischen Wahrheiten, also diese Wahrheiten, die sagen, du musst dein Leben genießen halt, nicht? Das ist ja auch so momentan ganz en vogue, nicht? Man lebt nur einmal, ist ja richtig, nicht in dieser Welt nur einmal. Man lebt nur einmal, dann musst du alles mitnehmen, was da ist halt, nicht? Und dann ist die große Angst da, zu kurz zu kommen, nicht genug geliebt zu werden, nicht genug erlebt zu haben. Mein Leben ist nicht wertvoll und je mehr du erlebst, nicht? Aber da siehst du, wie viel du machen kannst, immer mehr. Das sind immer wieder Ängste, die diese Wahrheiten bringen halt. Oder auch die medizinischen Wahrheiten. Nicht? Ist ja Medizinkult mittlerweile halt, nicht? Um deinen Körper kümmern halt, nicht? Wenn du mit manchen Leuten sprichst, wie die sich ernähren, das ist eine eigene Religion, nicht? Zu sagen, was man alles essen kann und was du nicht essen kannst, zu welchem Zeitpunkt du es essen musst und all sowas halt, nicht? Weil du musst dich um deinen Körper kümmern. Was ist der Hintergrund? Die Leute haben Angst davor, krank zu werden, Angst davor zu sterben und glauben, durch so ein bisschen mehr Tofu, ein bisschen mehr Vollkorn halt, nicht, würden sie ihr Leben erhalten, ne? Ja, ich sage das mal ein bisschen spitz halt. Wisst ihr, alle Wahrheiten dieser Welt arbeiten mit Ängsten und erst recht Politiker halt, nicht? Die arbeiten mit ihren Wahrheiten und mit Ängsten, weil wenn du nicht ihre Wahrheit annimmst, oh, geht alles schief in der Gesellschaft, nicht? Da fliegen die Atomkraftwerke in die Luft, das sind die einen, die anderen sagen mit der Überfremdung, da kommen immer mehr Leute zu uns, da geht alles schief und weiß der Kuckuck was. Nur mit Ängsten. So arbeitet die Welt, so arbeitet der Teufel, nicht? Das ist ein Ziel, Angst zu machen. Die Wahrheiten dieser Welt, die menschlichen Wahrheiten, glaubt es mir, die machen immer wieder Angst. Die Wahrheit Jesus macht keine Angst. Das ist das Wunderbare. Jesus Christus befreit von den Ängsten. Wo der Geist Gottes ist, der Geist der Wahrheit, da ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 3. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Freiheit von den Ängsten. Und das ist das Starke, was wir in dieser Welt als Christen schon erleben dürfen, wenn wir zur Wahrheit Jesu Christi gefunden haben. Wenn wir eine andere Wahrheit haben, wenn wir wissen, auf uns wartet ein ewiges Leben. Und diese Welt hier, das sind nur ein paar Wimpernschläge. Und dann sind wir in der Herrlichkeit. 100 Jahre ist selbst der Türe nicht mehr da. Sind wir alle nicht mehr da. Alle Wahrheiten, die dann gegolten haben, für unser Leben, für unser Rasenmähen, fürs Haareschneiden, alles dahin. Das gilt alles nicht mehr. Da gibt es nur noch eine Wahrheit, Jesus Christus. Und wenn du dich da heute schon drauf gründest, da kannst du ganz anders durch dieses Leben gehen. Da kannst du ganz relaxed leben. Ohne Angst, ohne Furcht. Deshalb ruft die Bibel immer wieder auch dir zu als häufigsten Satz, fürchte dich nicht, habe keine Angst. Erste Gebot nochmal, ich habe es eben schon mal zitiert, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, so heißt es da, der dich aus Ägypten aus der Knechtschaft geführt hat. Und Ägypten, die Knechtschaft, das sind die Ängste, die Sklavereien dieser Welt, mit denen wir uns sklaven lassen, nicht versklaven lassen, mit dem Geld, mit der Gesundheit, mit all diesen Dingen. Und da werden wir rausgeführt durch die Wahrheit in Jesus Christus. Und vielleicht sagst du ja, ja, ich bin heute Morgen gekommen, auch mit Ängsten. Gibt es so Dinge, die machen mir Angst? So Wahrheiten über meine Gesundheit, Wahrheiten über mein Geld, Wahrheiten über meine Ehe, Wahrheiten über meinen Arbeitsplatz. Was kann ich denn da machen? Gründe dich in der Wahrheit Jesus. Ja, wie mache ich das denn, Pastor Lotze? Wie mache ich das denn? Das mal konkret. Kann ich dir ganz konkret sagen. Also wenn du Ängste hast, dann geh in die Schrift. Die Schrift sagt uns, wir sollen mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort kämpfen. Gebe ich dir persönlich zu den Hausaufgaben 3 Psalme mit. Für diejenigen unter euch, die Angst haben, gründet euch nicht in dem, was euch diese Ängste dieser Welt einreden, die Wahrheiten dieser Welt, sondern gründet euch in der Wahrheit Jesu Christi. Da gebe ich dir mit dem Psalm 23, dem Psalm 34, dem Psalm 121. Knall dir die rein. Nicht nur einmal grob drüber lesen, sondern richtig lesen, immer wieder. Lernt sie auswendig. Und dann gründet euch in dieser Wahrheit, was Gott da sagt. Wenn das heißt, ich lasse deinen Fuß nicht straucheln. Und wenn du im finstern Tal bist, dann bin ich bei dir halt. Nicht, und die den Herrn fürchten, die haben keinen Mangel, der Engel des Herrn lagert sich um die. Das sind Wahrheiten. Und wenn du dich in die gründest, wenn du da zu Hause bist, nicht, dann hast du immer noch nicht mehr Geld am Konto unter Umständen halt, nicht, und dann ist dein Krebs vielleicht immer noch da. Aber glaub mir bitte eins, dann macht dir das keine Angst mehr. Und das ist ein wunderbares Leben. Das ist ein wunderbares Leben halt, nicht. Jesus Christus sagt in Johannes 16 nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diese Wahrheit, die kriegst du geschenkt, wenn du dich auf die Wahrheit, das Wort Gottes verlässt. Und das ist das Tolle, dass Gott das möchte. Nicht nur, dass wir irgendwelche Wahrheiten wie so dogmatische Sätze anerkennen, sondern dass wir in seiner Wahrheit leben und dann einen Weg gehen, der uns in die Freiheit führt. Die Freiheit in dieser Welt und auch eines Tages in die Freiheit vom Tod, wenn wir ewiges Leben bekommen. Und deshalb gründet euch in der Wahrheit. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist die Wahrheit. Jesus, die Wahrheit, offenbart sich durch den Heiligen Geist.
Jesus, die Wahrheit, offenbart sich im Wort. Und Jesus, die Wahrheit, offenbart die Freiheit. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen und wahrhaftigen Gott. Amen.